Autsch! Diese Bilder tun schon beim Hinsehen weh. Maurice, der Sohn von Dieter Bohlen, skatet für sein Leben gern. Doch der Sport kann auch ganz schön gefährlich sein. Das zeigen diese Aufnahmen, die der 14-Jährige jetzt auf Instagram teilt. Schon mehrmals ist der Schüler in der Vergangenheit beim Skateboardfahren böse gestürzt und hat dabei einige Verletzungen davongetragen. Eine große Narbe am Bein erinnert den YouTuber bis heute an einen Unfall. Und auch den linken Arm und sein Kinn hat sich Maurice schon verletzt. Und das sind nur die Unfälle der letzten 2,5 Monate. Mit seinem Skateboard düst der Bohlensohn nicht nur cool durch die Stadt. Wie ein Profi springt er über Rampen oder Treppen. Und dabei geht halt leider auch mal was schief. Auf Instagram schreibt Maurice: Die richtig bösen Unfälle poste ich später. Bei diesen Bildern können wir nur hoffen, dass das nur ein kleiner Scherz des 14-Jährigen ist.